Ein echter Skandal? Der krasseste Auftritt, den ich je gesehen habe bei DSDS in den 18 Jahren. Streit um Shada? Kann doch nicht wahr sein. Verdammt nochmal, zieh nicht so eine Scheiße mit mir ab. Und ganz schön viel schlechter Gesang. Das ist nix. Das ist nix. All das und noch einiges mehr gab's in der neuesten Folge von DSDS 2021, in der ich ungefähr 15 Millionen Gehirnzellen verloren habe und die ich trotzdem für dich jetzt wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Am Anfang dieser Folge wurde noch einmal die wundervolle Jury vorgestellt, nämlich Zeus, wenn man ihn auf Wish bestellt, Hera in der Aldi-Süd-Variante und Poseidon in der Kick-Variante. Ja, und die zusammen beschwören dann nicht etwa Captain Planet, das ist glaube ich auch so eine Serie, die heute niemand mehr kennt, sondern den größten Trash im deutschen Fernsehen. Schön, und die nächste Runde des Recalls soll ja auf Mykonos in Griechenland stattfinden, aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Das ist der erste Passagierflug in meinem ganzen Leben. Ja, und Jan ist nicht nur der Einzige, der scheinbar bisher immer nur als Gepäck in einem Frachtflug geflogen ist. Für Maite Kelly gilt das Gleiche. Willkommen, es ist mein erstes Mal. Grundsätzlich sind aber alle ganz begeistert von dieser coolen Location und haben ihr sogar ein Lied gewidmet. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Und wenige Stunden später ist man dann nicht nur in Griechenland angekommen, sondern auch völlig überwältigt von der ganzen Umgebung. Einige freuen sich vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Mega geile Location. Fucking fette Villa. I'm black. Ja, und ich muss auch sagen, Mykonos ist wirklich wunderschön. Dieter Bohlen sieht das übrigens genauso, mit einem echt interessanten Vergleich. Sieht ja so ein bisschen aus wie Afrika oder so, finde ich so. Auf jeden Fall. Und die Villa für die Kandidaten hat übrigens leider auch einen kleinen Nachteil, denn es gibt zwar ein paar wirklich richtig schöne Einzelzimmer, allerdings auch noch was anderes. Ein Gruppenschlafgemach mit Matratzenlager. Naja gut, das bedeutet, man muss natürlich ziemlich schnell sein, wenn man sich eines der begehrten Einzelzimmer sichern will. Und deswegen hat es auch Katharina geschafft, mit ihrem gebrochenen Fuß. Na, da müssen die anderen sich ja echt Mühe gegeben haben. Naja gut, aber auch in einem Gruppenschlafzimmer zu schlafen ist jetzt ja eigentlich gar nicht schlimm. Außer man heißt Nagi, die ihre eigene Figur scheinbar ein bisschen breiter einschätzt, als sie wirklich ist. Nagi stört, dass wir auf dem Boden schlafen und dass die Matratze eventuell zu klein wird. Naja, aber die anderen Kandidaten, die im gemeinsamen Schlafzimmer schlafen müssen, nehmen das definitiv ein bisschen lockerer hin. Und außerdem finden sie im Kühlschrank ja auch noch was alle Probleme löst. Und warum fechten die eigentlich nebenbei mit Bananen? Ja, und wenig überraschend sind die Kandidaten dann von den Bananen und dem Wein auch nach ungefähr 4 Minuten schon völlig betrunken. Gerade Sympathiebolzen Katharina freut diese Partystimmung sehr. Das fängt ja dann schon mal ganz gut an. Prost, Alter. Mann, Katharina, jetzt sei doch nicht so nachtragend und außerdem kann man mit Wein ja auch eine ganze Menge machen. Man kann zum Beispiel sogar reinsingen und sieht dann ein bisschen wie eine Alkoholikerin vor einem Bahnhof oder so aus. Da siehst du, Katharina, deine Mitkandidatinnen in der Gruppe sind schon richtig am Trainieren. Da wirst du doch jetzt bestimmt bessere Laune bekommen, oder? Ich bin so sauer. Ich bin so sauer, ich bin so angefressen. Naja, aber dann ist auf jeden Fall schon der nächste Morgen. Und was könnte es da schöner geben als einen liebevollen und natürlichen Wecker? Richtig, einen unnatürlichen, nicht so schönen Wecker. Sonst ist am Morgen natürlich insbesondere das richtige Styling von Bedeutung, denn man möchte später für der Jury ja auch möglichst gut aussehen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht so einen guten Modegeschmack habe, weil ich einfach praktisch denke. Passt, kaufen, los. Ja, und dann beginnt ein spannender Vormittag voller Training mit den Vocal Coaches. Blöd nur, wenn man die vergangene Nacht jetzt weniger zum Textlernen genutzt hat, sondern eher dazu, sich selbst zu 96% in Rotwein zu verwandeln. Wie bitte? Du kennst sie noch nicht auswendig? Gerade die Männergruppen, muss ich sagen, sind da aber schon einen deutlichen Schritt weiter und legen jetzt schon beeindruckende Performances hin. Denn Shada schafft es zum Beispiel nicht nur wieder wundervoll zu singen, sondern seine Arme auch so dicht am Körper zu halten, als wäre er ein Tyrannosaurus Rex. Und die anderen in ihrer Gruppe überlegen sich sogar schon mal was für ihre Performance. Was zum Fick?
Eine der anderen Frauengruppen hatte irgendwie auch nicht so ganz viel Bock und hat sich lieber an den Pool gelegt. Aber das ist auch kein Wunder, denn da ist die Aussicht wirklich wundervoll. Tja, und er ist nicht nur perfekt, er sieht sogar noch einem bekannten Superhelden ähnlich. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie scheiße man den aussprechen kann. Später am Tag ist dann auch noch Dieter Bohlen aufgetaucht und der war sogar ausnahmsweise nicht alleine. Ich habe gedacht, ich bringe jemanden mit, wo ich weiß, die ist sehr nett und sehr lieb zu allen Menschen. Ja, aber seltsamerweise hat Dieter denn damit nicht etwa mich oder ein Glücksbärchi oder wenigstens Donald Trump oder so gemeint, sondern was viel Schlimmeres. Das ist meine Freundin Karina. Als Erste sollten dann übrigens diejenigen auftreten, die im letzten Recall richtig schlecht waren und jetzt sowas wie Wackler darstellen. Und das ist ja dann quasi sowas wie der wichtigste Auftritt ihres Lebens. Gut, dass Nagi da so klasse vorbereitet war. Was mit meinem Hals, also mein rechtes Stimmband ist entzündet. Ja gut, Nagi, aber obwohl ich kein Doktor bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich diese Diagnose doch ein bisschen bezweifle. Denn wenn ich dich so singen höre, würde ich sagen, da ist nicht nur das andere Stimmband auch noch betroffen, sondern vermutlich auch noch deine eigenen Ohren. Ja, seltsamerweise war auch Dieter Bohlen dann gar nicht so sehr beeindruckt davon. Und er hat wie üblich das vermisst, wovon er selbst am wenigsten hat, die Gefühle. Und was genau macht Katharina da eigentlich im Hintergrund? Hier ist nichts angekommen. Ja, und deswegen tat Nagi dann auch das, was sie mit Abstand am besten kann. Genauso verwirrt zu gucken wie ich, wenn ich früher im Matheunterricht mal wieder eine 5 wiederbekommen habe. Aber immerhin hatte sie noch einen Trumpf in der Hand, den sie wahrscheinlich in den vergangenen Folgen von Claudia gelernt hat, nämlich richtig eklig betteln. Dieter, nimm mich unter deine Fittiche und ich biete dir die spektakulärste Bühne Deutschlands. Ja, aber du bist echt zu schlecht. Ja, damit war Nagi dann als einzige Wacklerin draußen. Oh. Und wo wir gerade von traurigen Dingen sprechen, erzählte Katharina ein bisschen was aus ihrer Kindheit. Ja, viel gearbeitet. Also ich war immer dieses Schlüsselkind, da war keiner zu Hause. Ja, und außerdem haben sich dann auch noch ihre Eltern getrennt. Und das war nicht der einzige Schicksalsschlag in der Familie. Meine Mama ist halt daraufhin echt krank geworden. Ja, und deswegen hat Katharina, dieser unheimlich gute Mensch, ihr gesamtes Taschengeld von 1,50 Euro mehrere Wochen lang gespart und dann etwas Wunderschönes getan. Statt das Geld zu benutzen für mich selbst, habe ich meiner Mama einen Dönerladen aufgebaut. Ja, und weil sie dann einen Dönerladen hatte, war ihre Mutter dann plötzlich geheilt? Warum auch immer? Aber das erklärt auf jeden Fall, warum Katharina ein so schweres Leben hat. Und da gibt es ja noch viel mehr Dinge. Mein Fuß. Irgendwelche Leute, die sich betrinken in der Nacht in meiner Gruppe. Ja gut, aber fairerweise muss man sagen, dass der Rest ihrer Gruppe jetzt kaum noch 4,0 Promille erreicht hat. Nur das mit dem Textlernen, das klappte irgendwie immer noch nicht so richtig. Zum Glück hat Katharina bei so viel Leid ja aber ihren neuen Freund Marvin an ihrer Seite, mit dem sie dann auch Liebesbekundungen austauschte, für die eine Kotztüte nicht reicht. Danke, dass es dich gibt. Oh, was für eine wunderschöne Liebesgeschichte, die bei den anderen Kandidaten auch klasse ankam. In meinen Augen ekelhaft. Tja, aber dann war langsam auch schon Abend und der große Auftritt vor der Jury rückte immer näher und näher. Aber für zum Beispiel Juicy war das gar kein großes Problem. Und sie nahm sich eine Redenswendung, verprügelte sie dann so richtig hart und spuckte irgendwas aus, was gar keinen Sinn mehr ergeben hat. Was kommt, wie es kommt, kommt's? Die Gruppe um Kilian und Shadar plante übrigens währenddessen weiter ihren Auftritt und wollte dabei genau die Sachen einbauen, die gerade bei Kindern immer gut ankommen. Zungenhals, Nippel lecken. Nein, also das ging Shadar eindeutig zu weit. Und er sah nicht nur wieder aus wie der kleine Bruder von Mr. Bean, sondern wollte auch etwas Positives in die Welt bringen. Ich will das. Menschen reiner werden im Herzen und nicht dreckiger. Naja, das macht irgendwie Sinn, weil Shadars Gesang wirkt ja auch ein bisschen wie Säure. Und wer auch ein bisschen reiner werden sollte, ist übrigens Jan Marten durch ein Umstyling, für das er nur ein einziges Tabu hatte. Ich hoffe nicht, dass sie meinen Bart anfassen. Wenn sie meinen Bart anfassen, bin ich raus. Nein, Jan Marten, also an deinen Bart würde natürlich ohne deine Zustimmung nie jemand gehen. Das wäre dann ja sogar auch Körperverletzung.
Naja, aber ich muss durchaus sagen, das Umstyling hat ihm eigentlich, finde ich, ganz gut getan. Er sieht halt aber auch danach wirklich wie ein komplett anderer Mensch aus. Nur an seinem Gesang hat das Umstyling wirklich so gar nichts geändert, aber das ist auch definitiv gut so. Und auch der Rest seiner Gruppe konnte da definitiv ziemlich gut mithalten. Das ist wohl mal wieder so eine Favoritengruppe. Auch der Jury gefiel ziemlich gut, also zumindest bis auf Mike Singer. Aber ganz ehrlich, okay, wer den auch schon mal singen gehört hat, weiß halt auch einfach, dass er von Musik eh keine Ahnung hat. Dieses geile, tiefe, starke war irgendwie gar nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht ist mit deinem Bart auch deine Stimme flöten gegangen. Nee, Mike, da muss ich jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, das geht überhaupt nicht. Und deswegen rufe ich jetzt auch mal ganz kurz Dieter an. Der soll dich mal aus der Jury entfernen. Scheiße, ich muss mein Handy ausmachen, sorry. Ich bin vielleicht... Kassen wir normalerweise. Dann kam auch schon die nächste Gruppe dran, die leider nicht ganz so gut gesungen hat. Das hier war quasi mein Negativ-Highlight. Na gut, aber immerhin muss ich sagen, ganz so schlecht wie Dieter Bohlen fand ich es dann wiederum auch nicht. Und ich glaube, das ist wirklich der einzige Mensch, dessen Vergleiche noch merkwürdiger sind als meine. Wie so ein Haartrockner irgendwie oder... Naja, aber machen wir uns nichts vor, denn weiterkommen wird sie natürlich trotzdem. Mikes Hosenschlange machte schon wieder den Zollstock. Siehst aber richtig toll aus heute. Dankeschön. Die Gruppe um Shada war übrigens immer noch dabei, sich vorzubereiten und sah dabei nicht nur aus wie die traurigste Superheldenliga aller Zeiten, sondern hatte offenbar auch schon wieder ganz schön viel Stress. Du hast uns alleine im Stich gelassen? Es ist alleine? Ich bin hier, der alleine ist. Naja, aber ein kleines bisschen kann ich Shada vielleicht verstehen, denn der Rest seiner Gruppe hatte einige durchaus interessante Ideen. Ab wie vielen Jahren ist DSDS eigentlich? Ab 43? Hört mir zu. Wir werden diese Kaltwachsstreifen in unsere Performance einbauen und uns gegenseitig quälen. Nein, also das war für so eine zarte Seele wie Shadar wirklich nicht das Richtige. Denn der ist im Inneren immer noch so rein wie ein Kinderpopo. Das war jetzt irgendwie auch kein besonders guter Vergleich. Für mich ist Musik nichts. Sex oder perverse Sachen. Ja, und außerdem hatte Shada auch noch eine ganz wichtige Aussage. Claudia Roth wäre stolz auf ihn. Es geht um die Kinder von morgen, okay? Ja, okay, die Gruppe kommt dann auf jeden Fall später dran, aber wir schauen jetzt vorher nochmal auf eine andere Kandidatin, die nicht nur auch ein Makeover bekommen hat, sondern sogar von Dieter Bohlen persönlich. Ja, glücklicherweise hat das RTL-Hair- und Make-up-Team das dann allerdings noch halbwegs retten können. Aus meiner Sicht allerdings wirklich eher mit Betonung auf halbwegs. Man erkennt mich ja echt nicht mehr. Ja, blöd nur, dass man ihr scheinbar nicht nur die Haare, sondern auch ein bisschen die Gesundheit geklaut hat. Und außerdem ist auch noch der gesamte Rest ihrer Gruppe krank geworden. Mit schrecklichen Konsequenzen. Dementsprechend konnten wir jetzt auch nicht so viel geproben. Haben wir geprobt, weiter nicht. Naja gut, aber singen mussten sie natürlich alle trotzdem. Und überraschenderweise war das nicht nur ziemlich gut, sondern auch mit ganz viel Gefühl. Das war dann sogar für ihre Mitkandidaten eine sehr ergreifende Performance. Hier, ich habe ein paar ganz raue Taschentücher für euch, mit denen man sich die Augen ausreiben kann, weil sie härter sind als Sandpapier. Ich habe keinen Concealer dabei. Die nächste Gruppe bestand dann wieder ausschließlich aus Jungs. Und Mann, hatten die einen tollen Vibe untereinander. Uns geht's gut. Sehr gut. Und willst du wissen, dass uns gut geht? Uns geht's gut. Okay. Naja gut, aber Hauptsache ist ja eigentlich, dass ihr gut zusammen singen könnt. Da gab's allerdings auch ein paar Probleme. Ach, ich hab meinen Text vergessen, aber kein Problem. Boah, ja gut, Leute, es hilft aber nichts. Ihr müsst jetzt auftreten. Also los. Ich muss auf Toilette. Jetzt? Ja. Ja, ungefähr 37 Minuten später und mit 3 Liter Urin weniger ging es dann allerdings endlich los. Hätte meinetwegen jetzt aber auch ruhig noch länger dauern können. Das Leben will uns einladen, komm, das wollen wir sehen. Ja, und auch den Text hatten sie scheinbar irgendwann einfach völlig vergessen und haben einfach irgendwas gesungen, das aber wenigstens gut improvisiert. 2021, wir rasieren die Bühne. Brrr. Ja, gar nicht schlecht und auch die Kritik dieser Gruppe fiel dann ganz gut aus, während Shadar sich immer noch auf seinen eigenen Auftritt vorbereitete, mit einer geheimen schamanischen Zeremonie. Du, sag mal, Shadar, jetzt mal ganz ehrlich und nur unter uns, was zum Teufel machst du da eigentlich?
Ich habe mir gerade sozusagen meine eigene Performance visioniert. Ja, als nächstes sollte dann die Katastrophengruppe um Katharina auftreten. Aber auch die waren wieder mal nicht wirklich vorbereitet. Ja, es gibt da ein kleines Problem. Ja, und dieses wirklich schrecklich schlimme Problem bestand dann daraus, dass sie sich irgendwie nicht einigen konnten, wer eine ganz bestimmte Textzeile singt. Und deswegen wollten Juicy und die andere, deren Namen ich irgendwie gar nicht weiß, mit Katharina gerne tauschen. Die hatte da jetzt aber eher keinen Bock drauf. Guck doch auf den Text, da steht Katharina. Hier, Katharina. Doch, ich flipp aus. Ja, und wie verhält sich dann logischerweise eine emanzipierte Frau, die immer wieder auf ihre schwere Kindheit und ihr Löwinnen-Image setzt? Richtig, wie ein trotziges Kind. Naja, aber als sie dann vor der Jury standen, haben sie einfach gelogen und sahen irgendwie ein bisschen wie eine geistig verwirrte Variante von Tic-Tac-Toe und den No Angels gleichzeitig aus. Konntet ihr euch einigen, wer die Parts singt und so? Direkt. Also wir können direkt uns genau. Ja. Okay, aber die Hauptsache bei DSDS 2021 ist natürlich singen. Und das lief auch super. Ja, normalerweise hätte ich das jetzt schlecht nachgemacht oder so, aber das muss ich diesmal gar nicht, denn das hat Dieter schöner gemacht, als ich es jemals könnte. Das ist nix. Die nächste Gruppe hatte sich dann übrigens was vorgenommen, was auch mir sehr, sehr wichtig ist. Wobei die das, glaube ich, anders meinen als ich. Maite muss weinen. Wir legen unser Herzen auf den Tisch für sie. Ja. Naja, und weinen musste die Aldi Südherer dann zwar nicht, aber sah die Jungs jedenfalls an wie ganz besonders leckere Schokoriegel. Okay, und dann war es endlich soweit und die Gruppe um Shahdar sollte auftreten. Und glaub mir, das wird tatsächlich ein echter Skandal. Aber bevor ich dir das jetzt zeige, würde ich dich nochmal ganz kurz bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Denn das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und sonst ist dieser niedliche Wauzi hier auch ganz doll traurig. Gut, danke. Und dann können wir jetzt ja endlich weiter gucken. Und es wird, wie gesagt, krass. Oh ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Okay, ich nehme kein Gift da drauf. Okay, und dann ging es auch endlich los. Und zwar mit einem Solo-Part von Shahdar. Ich bin bereit. Währenddessen gab es dann im Hintergrund einige wundervolle Dinge zu sehen. Und die waren natürlich so jugendfrei, dass ich mir sicher bin, dass sie bald auch in der Sendung mit der Maus laufen. Ja, und dann hat Steve auch noch angefangen, den armen Dominik umzubringen, während er auf der Tonleiter mal wieder in den Keller ging. Dann hat Shahdar aus Wut über die Performance oder so auch noch einfach irgendwelche Dinge zerstört und damit sogar fast die Jury getötet. Ja, und außerdem hat er noch angedeutet, was er dann nach der Performance mit den anderen machen möchte. Oh mein Gott. Um das Ganze abzurunden, wurde Kilian dann noch live am Arsch enthaart. Und ich würde dir jetzt wirklich gerne erklären, warum. Aber ich habe auch keine Ahnung. Und um es abzurunden, gab es dann nochmal einen wunderschönen Solo-Part von Shahdar. Und solltest du leider zu den Menschen gehören, die Ohren haben, jetzt ist der richtige Moment, sie abzuschneiden. Au! Interessanterweise gab dann bei dieser Gruppe nicht die Jury, sondern Shahdar die erste Einschätzung ab. Und irgendwie hat er ja recht. Das ist einfach anstößig und ich mag sowas nicht. Dieter hingegen sah das allerdings völlig anders und ballerte einen Superlativ raus, den er übrigens in jeder Staffel ungefähr dreimal sagt. Es war wirklich die spektakulärste Darbietung, glaube ich, die ich je gesehen habe bei DSDS. Trotz dieser guten Kritik war dann die Stimmung in der Gruppe übrigens immer noch nicht die beste, denn gerade Steve hatte da eine düstere Vorahnung. Ich glaube, dass ich wegen Shahdar rausgehe. Und auch Shahdar war noch immer entsetzt und bewarb sich hiermit nochmal ganz offiziell beim Kinderkanal. Superstar heißt auch Vorbild und kein Pornodarsteller. Kurz darauf war es dann aber auch schon soweit und die Jury verkündete, wer die Insel denn jetzt gleich wieder verlassen muss. Und ich sag schon mal so viel, Shahdar war es wieder mal nicht. Vivian, Matthias und Juicy bitte, ihr müsst mit dem nächsten Flieger nach Hause fliegen. Ja, ich meine, das ist natürlich schade, aber immerhin nahmen die drei das eigentlich gar nicht so krumm und ließen den Meeresspiegel des Mittelmeers um ungefähr 40 cm steigen. Ja, und ansonsten waren dann tatsächlich alle anderen weiter und konnten es teilweise selbst nicht fassen. Wir sind alle weiter.
unfassbar. Ja, cool. Und verständlicherweise waren dann auch wirklich alle in richtig krasser Feierstimmung. Naja, zumindest fast alle. Die Taschengeld-Döner-Prinzessin irgendwie nicht. Ich möchte nach Hause gehen. Ich werde heute das hier freiwillig verlassen. Oh, aber Katharina, was ist denn mit dir? Du musst uns ja wenigstens erklären, warum. Mama hat gesagt, wenn ich keinen Spaß mehr habe, soll ich gehen. Ja, und dann steigerte sich die arme Katharina immer weiter rein. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das einfach die schlechteste Schauspielleistung war, die ich jemals gesehen habe. Oder ob die einfach wirklich so ist. Ja, und das kann ja auch nicht sein, dass die Jury es gewagt hatte, sie zu kritisieren, obwohl sie dann ja am Ende doch weiterkam. Denn immerhin ist sie ja quasi der beste Mensch der Welt. Ich war Schulsprecherin, Klassensprecherin, Schulsanitäterin bei der Freiwilligen Feuerwehr und Spende. Ja, und außerdem hat sie meiner Straßenkatze einen Döner spendiert, mehrmals die Welt vor Außerirdischen gerettet, dreimal die Champions League gewonnen und isst gerne Spaghetti. Ja. Naja, und nachdem sie sich dann wieder ein bisschen beruhigt hatte, war es das dann leider auch schon wieder für diese Folge von DSDS 2022. Aber auch die nächste wird gut, denn die Performances werden einfach noch schlimmer. Das war schlecht. Scheiße. Und Dieter regt sich auf, während er einen rostigen Eimer festhält. Ich möchte einfach wissen, von wem ihr glaubt, dass er hier nicht hingehört, ja? Wenn du willst, dass ich das auch noch zeige, dann wäre es wie gesagt super cool, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst und auch einen Daumen nach oben da lässt. Aber das musst du eigentlich beide streng genommen sowieso tun, denn sonst ist der arme Wauzi wirklich sehr, sehr traurig. So traurig.